Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Der Spider-Beagle war fleißig, ihr seht, alles hier soweit gereinigt, wie es eben ging. Ich habe uns die Verstecke halt gelassen, tatsächlich. Aber ich würde sagen, wir stehen direkt neben einem Versteck und das nehmen wir in Angriff, bevor wir uns die Nebenmission vornehmen. Bin interessiert, wie wild das wird. So, mal schauen. Was haben wir denn da? Da unten, ne? Vielleicht kann der Beagle, der Spider-Beagle ja mal versuchen. Yuri, ich bin gerade auf einer Fisk-Baustelle. Hier sind zwar viele Leute, aber die Arbeit geht nicht voran. Die man sehen kann. Das läuft im Verborgenen. Ich drehe jeden Stein um. Wo sind denn Gegner? Da oben ist noch einer. Oh. Irgendeiner entdeckt mich. Wer hat mich denn da entdeckt? Da sind aber ganz schön viele, ne? Da ist der Trick. Hat aber funktioniert. Ist da jemand? Da bist du ja. Mist, ich hab ihn verloren. Ist das egal? Nicht ungestraft. Spider-Man, tötet ihn! An deiner Stelle würde ich weglaufen. Auf ihn! Jawoll! Nachzügler! Da werde ich aber eine Menge Abmahnungen schreiben müssen. Ich kann spielen lassen. Haben die Vollidioten jetzt gerade wirklich sich selbst, Ich schlag dir den Schädel ein! Alter, sterbst du! Nein, nein, ich muss mal eben kurz euren Kumpel hier ausschalten. Welle 4. Ah, hier kommt der Nachschub! Wieso kriege ich keinen Nachschub? Ach ja, ich kann erst niemand leiden. Die 3 mit der Bazooka. Aua! Als habe ich mich getroffen. Spider-Man, von meinen Quellen weiß ich, dass sie damit schweren Waffen handeln. Sprengstoff, Raketenwerfer. Fisk kommt an Material ran, das eigentlich nur vom Militär genutzt wird. Das muss weg von der Straße. Um jeden Preis. Seht fertig, bevor er uns alle umbringt. Das sagt ihr so, ne? Unterstützung! Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Arten der Unterstützung. Ihr könnt ja doch einfach auf toll gemacht sagen. Noch nie gegen eine Spinne gekämpft? Komm wieder runter! Nee, warte mal. Ob tot oder lebendig, das noch mal? Fisk ist egal. Auf ihn! Nein, warte mal. Also so und. So und den jetzt dann so. Schenk vom Boss! Das wird ein mieser Tag für dich! Okay, jetzt kann ich. Das sind noch mehr. Irgendwie rühren, wie sehr ihr Jungs eurem Boss im Knast Gesellschaft leisten wollt. Gefällt dir das, Spider-Man? Oh. Darf nicht wahr sein! Wo ist denn der? Da oben. Was bist du denn ihr für... Gefällt dir das, Spider-Man? Finde ich sehr unhöflich, wenn ich ehrlich bin. Aber dann komme ich halt ganz gediegen. Was zur Hölle war das? Warum macht ihr uns fertig? Weil ihr euch anstellt wie Trottel. So einfach ist das. So. Halt still! Da unten ist noch einer mit der. Komm wieder runter!
Cool. Haben wir. Habe Big Willys Jungs plus Waffen verschnürt wie ein Paket unterm Weihnachtsbaum. Naja, farblich ähnelst du ja schon dem Weihnachtsmann. Danke. Basismarke. Achso, ich muss warten, bis das durch ist. Ja. Sollen wir erst hier rüber gehen und dann darüber zur Nebenquest gehen? Ich glaube, das ist eine fantastische Idee. Und wenn wir auf der Weg zur Hauptquest sind, upsala, machen wir noch das letzte Versteck vom Kingpin. Ich interessiere mich für keine Geschäftsidee, weil ich mag mein Leben so, wie es ist. Be Spider-Man, be cool und sowas eben. Wer kennt's nicht, dieses Be Spider-Man, be cool? Wir machen unsere Arbeit. Yuri, hier wimmelt es von Fisks Männern mit verdächtigen Beulen. Waffen? Ich rede von Waffen, natürlich. Ich kann keine Razzia wegen Beulen anordnen. Nur ein Tipp, aber es kann schnell ein öffentlicher Aufruhr daraus werden. Und sie werden dafür bezahlen. Eine Sekunde war noch. Achtung, ein Eindringling! Ich sehe ihn! Decken nützt nichts, ich weiß, dass du hier bist. Wie macht er das? Das war cool, wenn ich ehrlich bin. Oh nein! Du hast einen großen Fehler gemacht. Okay, den krieg ich. Ah, komm, ist okay. Noch mehr Typen? Okay, jetzt noch mehr. Stellt euch ordentlich an, ich warfte einen nach dem anderen. Irgendwann kriege ich das noch hin. Das wird ein mieser Tag für dich. Wo ist er denn jetzt? Erledigt? Das wird wehtun. Nein, das wird nicht wehtun. Schon traurig, dass ich immer denke, alle wollen mich umbringen, wenn jemand auf mich zurennt. Aber das wollen sie immer. Das stimmt. Kann man diesen Typen aufhalten? Mit Talent? Alle Arbeiter von der Baustelle haben erzählt, dass sie kürzlich in Atlantic City viel gewonnen haben. Die schnelle Form der Geldwäsche. Da könnte Fisk sein Geld im Moment parken. Wir legen ihm Daumenschrauben an. Ich arbeite an einem Haftbefehl. Ich bin dir voraus. Macht ihn endlich fertig. Verstärkung! Klasse! So langsam weiche ich diese an, da sind noch mehr! Wenn man jemanden findet, der sich wie Willys Leute für einen verprügeln lässt, kann man sich glücklich schätzen. Aus dem Weg! Hätte ich nicht mit dem Kingpin anlegen sollen. Das wirst du bereuen. Ah, shit. Nein. Ich muss erstmal die los. Er greift mir immer den Falschen an, Mensch. Ihr schafft da gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwar nichts erreicht an Kombos oder sonstigen, aber egal. Eine 20er-Kombo ist schon sehr mutig gewesen. Deine Leute haben hier keine Probleme mehr. Und Wilson Fisks Probleme werden immer mehr. Gut gemacht. Ich habe eine 20er-Kombo geschafft. Habe ich nicht mitbekommen, Leute. Habe ich echt nicht mitbekommen. Seht ihr, und auf dem Weg zur Hauptmission können wir noch das letzte Wilson Fisk-Dingsdumpster machen. Ich würde auch gerne irgendwie dahin nochmal zurück später und gucken, ob ich da neue Wissenschaftsaufgaben machen kann.
Und ab über den Central Park. Woohoo! Ach, ich lieb's immer noch, Leute. Wenn es sich schon im Spiel so gut anfühlt, wie gut muss sich das in der Realität anfühlen? Ah, es muss sich doch einfach schweinescheißen geil anfühlen. Hey, besser als Sex. Sieh dir das mal an. Was denn? Rede mit mir. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Okay, Stephanie. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, was Miles Morales eigentlich darstellt. Ob das ein Zwischending ist, eine Fortsetzung ist. Es ist tatsächlich sowas wie eine Fortsetzung. Denn Peter Parker möchte Urlaub machen und Miles Morales übernimmt in dem Fall. Und das erklärt auch, warum in Spider-Man 2 beide... zusammen da sind. Fisks Männer. Nicht gut. Habe ich wieder ganz 1A gemacht, ne? Warte mal. Darf nicht in die Luft! Darf ich nicht in die Luft? Eigentlich gar nicht schlecht zu warten, bis die hier versuchen hochzukommen. Jetzt warte ich halt, bis er runterkommt. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Ich habe auch gesehen, im Herbst soll Spider-Man 2 rauskommen. Im Herbst. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Sag mir nicht. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich seh's mir an. Oi, ey. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es. Folge ich der richtigen Taube? Ich weiß es nicht. Ich finde diese... Hab sie! Aber sie hat den Stick nicht. Ach, komm, ist okay. Hat er die jetzt gerade wirklich getötet? Wenn ja, dann bin ich schwer gegen diese Mission. Kann man die Mission eigentlich verkacken? Hopefully not. Niete. Alter, der zerrupft die ganze Zeit. Ich bin da nicht für. Das war's. Ich hab den Stick. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Ich habe jetzt wie viele Tauben dafür getötet, dass ich an diesen Stick gekommen bin? Ich kommentiere das jetzt nicht mit den Tauben weiter, sonst reg ich mich nur auf. Hallo, Spidey. Ich weiß, du läufst gern an Wänden und so lang, aber trotzdem. Okay. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Ich sehe! Nein!
Letztes für den Boss. Au. Nein, nein, nein. Dude, falsche. Schwammt aus! Bleibt von seinen Geräten weg! Fast so aufregend wie damals, als ich drei Gelbschattel-Waldsänger gesehen habe. Hey, sie haben es auf noch zwei Anschlusskästen abgesehen. Ich schicke dir den Standort. Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei? Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Na, heutzutage ist das nicht so mit dem Abschalten. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Gefällt dir das, Spider-Man? Genug geredet. Hol sie ihn auf den Boden. Bitte. Nur noch einer. Und der ist so weit weg. Scheiße. Das könnte ein bisschen knapp werden. Spidey! Spidey, bitte! Wir wollen keinen Wurm in unserem WLAN haben! Jetzt bist du reif. Hat dich überrascht, was? Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal. Autsch! Keiner macht dem Kingpin ungestraft Ärger. Er lebt noch. Scheiße. Bitte sag mir, dass das so war's. Die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein. Sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Hab ich vor. Sie wollen die Tür aufbrechen? Ja, ja, ich... Wir wissen, dass du der Spinne hilfst. Mach auf! Bin gleich da. Versteck dich. Nein. Ja. Teilt euch auf, findet die Frau mit dem Fernglas. Was? Achso, da hinten. Ich bräuchte einen Kaffee. Johnny! Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Ich werde dir das Maul stoppen, für immer. Ah. Auf den Weg! Na los doch! Au. Er darf nicht gewinnen! Das wird wehtun. Davon haben wir noch mehr! Schnappt ihn euch! Das sieht schon ziemlich cool aus. Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Hey Steffi, alles gut? Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Ist das so? Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Cool. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Nein. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Yeeha! Dann würde ich sagen, reisen wir schon mal dahin. Also manchmal ist es weird, wie das so läuft. Ich will da durch. Danke. Spider-Man! Von mir aus, dann machen wir es halt ein bisschen umständlicher. Ist okay. Ich habe übrigens den Avengers-Turm. Da ist er doch, der Avengers-Turm. Da gehen wir jetzt noch einmal kurz hin. Moment. Weil wenn man auf dem höchsten Punkt steht, kriegt man eine Trophäe. Das wusste ich nicht. Und ich war da. Also gehen wir auf den höchsten Punkt des Avengers-Turms und machen da Schluss für heute.
Na? 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 Ein Held strebt nach Höheren. Und von hier aus würde ich sagen, gehen wir nach da unten hin, um dann später nach da hinten hinzugehen. Weil mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht. Beziehungsweise doch, ich habe die Möglichkeit zu überprüfen, was Feast ist. Was ist Feast denn? Wir werden es irgendwann rausfinden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.